So. Schon haben wir Problem gelöst. Meine Güte, Kinders. Meine Güte, Kinders. Oh, guck mal, da schwebt der Andy rein. Schwebe ich? Jo, jetzt aber. Jemand mal im Dreieck richtig ausgesprochen haben und versucht, ihn auf Deutsch auszusprechen. Redwardi, meinst du? Redwardi? Ich hab schon immer schon gedacht, wenn da irgendwann mit Red ist, wird schon irgendwo stimmen, so. Immer dieser Stress, meine Güte. So, jetzt erstmal wieder hier Soundeffekt anmachen. Soundeffekt anmachen? Ja, ich hab gerade, weil ich noch was Wunderschönes vorbereitet habe. Ach du Scheiße. Hab ich mal ein bisschen was eingestellt. Oh Gott, geht in Deckung, Leute. Ja. Shadow, findest du denn, dass alles hier okay ist? Ich finde das alles hier okay. Würdest du sagen, dass alles... Schlagzeuger, please! Grüße Pauli, danke fürs Followen. Du hast dir nicht ernsthaft den fucking Captain Blaubeer Theme Song in dein Soundboard geholt. Das sicher. Oh, das war echt ja wunderbar. Dieses Video werde ich nicht auf YouTube hochladen können. Ach, Quatsch. Oh, das wird schon. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger? Also, der so Wahnsinnige, danke fürs Hosten. Ist das Gutes? Ja, das ist Gutes. Soll ich... ist hier was auf dem Grill? Also ich bin gerade... Ist bald auf dem Grill. Ich bin gerade Töfte, also mir geht's gut. Bei mir ist alles in Butter auf dem Kudde. Wahrscheinlich war es diese Captain Blaubeer-Nist, die dafür gesorgt hat, dass dein PC ein bisschen am Rumgaggen ist. Ja, jetzt geht's eigentlich wieder. Also jetzt ist okay. So, na, jetzt erstmal wieder das noch hier auf dem Tisch. Was ich mich sowieso gefragt habe, Farbmühle, eine Farbe ist jetzt erstmal... Was ist denn jetzt kaputt? Ist mein Explorer schon wieder abgestürzt? Fängt ja heute gut an. What the fuck? Was ist, das ist jetzt das zweite Mal innerhalb von ein paar Sekunden. Also, ja, der ist wieder tot. Ja, mir egal. Ich lasse das jetzt so laufen. Solange man spielen kann. Ja, es stört das Spiel nicht, es stört die Aufnahme nicht. Also, pff. Okay, scheint voll zu sein. Okay. So, Nicht wundern, ich habe da einen Stuhl aus Versehen hingeschmissen. Das wollte ich gar nicht. So, ich bin ganz ehrlich. Du bist ehrlich? Der, ich warte jetzt, bis die beiden... Nur Dankeschön für die Bits. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe letztens gemerkt, jetzt, bis wir hier eine große Sachen bekommen... Ach, ist da schon wieder was? Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Deswegen habe ich mir einen Stuhl gebaut. Mein Inventar war aber in dem Moment voll. Ich habe den Stuhl hier hingelegt. Nein! Hab mein Zeug weggepackt und auf einmal glitscht dieser dreckige Stuhl durch den Boden. Super. So, warte mal. Weil ich wollte mal was gucken, ob ich es mir nämlich bequem machen kann. Während ich angehe. Die Pfeile alle verschwindet, scheiße. Kann ich? Nee, ich kann, mich hier hinsetzen, aber... Ja, die Netze machen schön viel Arbeit. Hallo. Hi. Also Stuhl aufnehmen. Also Stühle sind bislang nur dazu da, dass ich mich darauf setze. Und da hört die Story auch schon wieder auf. Schade. Alter! Lass das! Das ist frisch gebonert! Oh. Oh. Sackgesicht. Oder so. So. Ich wollte mich auch heute darum kümmern, dass das hier ein bisschen hübscher aussieht. Deshalb. Darf ich dir übrigens mal einen Tipp geben zum Grillen? Hm? Du musst auch Planken reinlegen, damit das Feuer kommt. Ich habe da ehrlich nicht drauf geachtet jetzt im ersten Moment. Ich guck da nur so auf den Grill, auf einmal sehe ich da nur rohes Hähnchen und rohe Kartoffeln und ich so, hell? Hm?
Unser Floß muss schöner werden. So. Ich denke mal, das ist jetzt so die maximale Größe, die wir von dem Floß wirklich machen. Den Rest bauen wir jetzt nach oben. Wenn du nach oben willst, müssen wir aber gucken mit Säulen, weil dafür müssen wir Säulen bauen. Ja, das wird alles gesäult. Das wird alles gesäult? So, ich werde dafür sorgen, dass ich für meinen nächsten Trip unter Wasser gewappnet bin. Und Nu, Dankeschön für den Bit übrigens. Hab ich jetzt erst gemerkt, dass ich dir doch danken muss. Und damit meine ich, dass sich gewisse Hype-Personen sich ins Knie ficken können. Schon wieder. By the way, wo willst du noch mehr Netze hinhaben? Ich bin gerade dabei, sogar eins zu machen. Einfach jetzt so. Ich orientiere mich gerade so an der Strömung. Ach so. Na denn. So. Und. So. Oh, ja, gut. Hast jetzt noch eins gebaut? Ja, ich hatte noch zwei über, deswegen habe ich das mal schnell gemacht. Dann baue ich jetzt einfach noch eins. Ja, da an der Ecke. Ja, baue ich hier noch eins hin. Honk. So. Oh, guck mal, da ist eine Insel. Das ist schön. Moment mal, siehst du vor allem die Insel? Die sieht so flach aus. Sieht sie? Ja. Ja, doch, sieht sie. Ich sehe sie. Wollen wir da sonst mal versuchen hinzu... Ne, wobei, ich glaube, wir strömen da... Strömen wir in die Richtung davon? So halbwegs. Also wir müssen ein bisschen mehr nach links. Damit wir da, glaube ich, hinkommen. Muss sowieso mal gucken, meine Angel ist gerade. Shit. Ja, ein bisschen hält mein Paddel noch. Ich meine, wir haben jetzt einen Anker, den wir jederzeit setzen können. Ja, nee, da ist sicher. Moment mal. Siehst du das? Das ist ein anderes Raft und eine Insel. Ah. Ich paddel mal, solange mein Paddel noch paddeln kann. Ja. Und dann lege ich Anker. Jetzt ist mein Paddel zerpaddelt. Ich schmeiß mal kurz den Anker aus. Wo ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass der Anker unser halbes Boot zerreißt. Bau mir ein neues Paddel. Angel, ich finde es schön. Ich habe gerade eben Geflügelhähnchen fertig gemacht. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen was im Inventar. Mein Gott, Geflügelhähnchen, die füllen ja eine Menge auf. Naja, du schießt so eine Möwe aus der Luft, also. Ja. So, aber den hier wollte ich jetzt abbauen, weil ich glaube nicht, dass wir momentan wirklich viel große, mittelgroße Samen haben. Deshalb kann ich lieber noch einen zweiten kleinen bauen. Also ja, ich werde mal zusehen, dass wir da mal rankommen, würde ich sagen. Ja, das sieht nach Material aus. Material! Ja, stimmt, ein Segel brauchen wir auch noch. Da kümmere ich mich auch noch drum. Wenn die Möwe aber headbangt, dann macht die mein Zeug kaputt und das will ich ja nicht. Ja, aber die hat eine gute Zeit dann. Baby. Vielleicht kann ich ja einen Möwenschenkel einpflanzen, dann kann ich mir neue Möwen ziehen. Die haben eine Vogelscheuche. Hast du gerade eine Axt bei dir? Ja. Wollen wir mal gucken, ob du die Axt, oder wir gehen da direkt hin, ob du die Vogelscheuche abernten kannst? Alter, ich setz meinen kleinen Zeh ins Wasser. Kann ich nicht. Und hier ist sonst nichts? Hier ist nicht mal eine Kiste gewesen? Ich hab sie schon aufgenommen. Ach so, war da irgendwas Besonderes? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet, ich hab mich voll auf die... Aua. Er ist schon wieder wie ein Arschloch, also ich merk schon. So ins Wasser kann ich gleich nicht, aber ich brauche den Seetang. Bolzen und Kletterpflanzenglibbel habe ich bekommen, aber jetzt so nichts sonderlich anderes. Den brauche ich. Den Glibber. Was von den beiden? Den Glibber. Oh, yes. Nein! Habe ich den Glibber jetzt? Ja, habe ich. Anker kann ich wieder ziehen, ne? Nee, warte, ich will mal gucken, ob ich noch schnell... Deswegen ach so, da drunter. Ja, Heiköder und so. Ja, und fick dich! Soll ich mitkommen? Wenn du magst. Ich meine, jetzt haben wir ein paar Sekunden Ruhe. Jetzt können wir ein bisschen Schrott holen und Zeug. Also halt so Schrott, Sand, genau. Die Muschel nehme ich mit. Steine jetzt nicht unbedingt. Ich suche eigentlich... Nein, ich nehme einfach alles Algen mit, was hier. Ich Bingo. Seetang, meine ich, nicht Alge. Ist so dunkel. Vielleicht ich könnte daran, dass es Nacht ist.
Also, dass wir gleich Nacht haben. Einmal auf. Ja, ja, beruhig dich. Hier haben wir ein Versteck. Ach nee, das ist das Raft, was gerade untergegangen ist. Das, was wir versenkt haben. Wo ist es? Da. Ich gehe wieder aufs Raft. Jo. Ohne die Tauchausrüstung möchte ich ehrlich gesagt aktuell auch nicht wirklich super tief nach Erzen suchen. Nach dem letzten Akkord da habe ich ehrlich gesagt den Sack dicht. Padamsch. Aber da unten ist noch einmal Seetang, das greife ich mir noch. Ist der Hai noch beschäftigt? Ist er noch, ja. Okay. Ich sagte Bescheid, sobald ich sobald ich höre, dass er aufhört zu nomsen. Gut, dann greifen wir noch mal ein bisschen Sand und Lehm ab. Guten Tag und Hallöchen, Dankeschön für den Bit. Hackbraten, moin moin. Und danke für den Bit. Er hat es fertig gegessen. So, den. Ja, ja. Okay, er hat dann fertig. Jupp, ich bin auf dem Weg. Und jetzt beißt er sich ins Floß rein, also du hast Zeit. Ja gut, ich bin gerade nur einmal saufen, also. Okay. Alter, jetzt ich weiß, er hat sich da drauf verbissen, aber das sah gerade mehr so aus, als ob unser Floß brennt. So, mehr möchte ich aktuell noch nicht riskieren. Naja, dann deswegen lichte ich mal wieder. Genau. Achso, lichte du mal. Ich paddel uns auch mal wieder so in Richtung Strömung rein. Hütterboden, Holzboden, Holzdach. Und wenn wir ein Segel haben, brauche ich das Paddel nicht mehr. Holzwand, Seilzaun, Sters. Ich denke mal, das Sters erstmal. Willst du Leiter oder eine Treppe? Was besser ist. Also ich glaube, wenn wir eine Leiter nehmen, haben wir mehr Platz. Gut. Weil so eine Treppe verbraucht immer jede Menge Platz irgendwie. Sind wir jetzt wieder... Sind wir wieder so in Richtung Strömung? Ich glaube schon. Oder? Ich glaube. Es wäre so ironisch, wenn mitten auf dem Meer ein Floß abfackeln würde. Ja, doch! Hä? Geht das? Ich versuche gerade rauszukriegen, wo jetzt unsere Schrottströmung wieder ist, aber... Okay, da darf ich nichts hinstellen, aber da? Was ist das denn? Achso, ich habe nicht genug Nägel und Holz. Achso. Sagt er doch. Warum er Holz? Wo ist... Kommt das auf bisschen uns weiter, zu? Bisschen weiter nach da. Bisschen weiter nach hier. Ja, gut, hier. Doch noch ein bisschen, okay. Kleinen Tacken. Ja, ich glaube, das ist gut. Jetzt schwimmen wir halt genau dahin und unsere Netze sollten alles abfangen. Ja, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Okay. Gut, ich habe noch ein bisschen Hackbraten, ich wollte sagen Haibraten. Lecker Hackbraten. So. Aber jetzt erstmal den Glibber einschmelzen. Brauchst du eigentlich einen Bolzen? Bolzen? Weil ich brauche momentan nicht. Dann würde ich sagen, packen wir den mal hier. Warte mal, haben wir nicht irgendwo Bolzen in der Truhe? Darum wollte ich mich auch heute kümmern. Also. Das war so ein schönes Ordnung. Ich pack's mal hier in die Truhe mit rein. Lager hinkriegen. Das Problem ist, ich brauche sehr viel fucking Holz. Dann sollten wir vielleicht mal eine Truhe. Ich habe so nämlich mal überlegt, wie wir das so orten können. Eine große Truhe für Sachen, die wir aus dem Meer kriegen, sprich, was unsere Netze aufsammeln. Denn eins, was wir aus dem Meer ziehen, also was aus dem Meeresgrund kommt. Und dann eine Kiste noch für Inselzeug, was wir von Inseln holen. Ich hätte noch was gedacht, so ein bisschen so Futter oder solche Geschichten. Ich sollte was Könnten essen. Wir auch machen, ja. Also ich sollte was trinken, meine ich. Schlürf. Genau, warte, ich mach den gleich mal wieder voll. Nimm du mal den Rest. Ich mach voll und dann nehme ich die nächste. Achso, du hast schon alles voll? Okay, ich bin gerade gut bedient, also mir geht's gut. I am fine. So, 6 Planken. Guck doch mal. So, und ich muss jetzt mal schauen. Was ich mir ernsthaft noch ein bisschen mehr wünschen würde, ist mehr Musik. Ja, ein bisschen was anderes als den üblichen Song, den man halt hört, ne?
Ja, ich höre fast gar nicht. Ich habe momentan gar nichts hier. Habe ich nicht noch eine zweite Flasche angefangen oder habe ich die für Oh nice, man kann über dem Anker bauen. Das ist super. Das ist toll. Hey Dragon Chat. Ich brauchte doch hier Sauerstoffflasche. Achso, da brauche ich noch eine, damit ich meine jetzige. Ne, warte, ich brauche nur eine. Seil, Kunststoff und noch ein Glibber. Huh. That's easy. Ist echt eine einzige Flasche? Na dann. Brauche ich gerade mal ein bisschen. Ach, sind die noch nicht fertig? Kann ich dann nicht an? Okay, dann nicht. So. Was? Oh, aber noch nicht. Keine einzige Planke drin. Oh, Mann. Ich brauch noch Planken. Passiert. Oh, ey, die Holznot, ey. Nichts. Ziehharmonika-Musik. Nee, wir brauchen, wisst ihr, was wir brauchen? Das, leider ist es noch nicht da. Dings hier. Oh, jetzt habe ich das vergessen, wie das hieß. Das, was Vivi mir jetzt schickt. Hm? Hailstorm? Das? Hailstorm, nee. Alter, der verbeißt sich im Netz, der Arsch! Goddammit. Hast du den Stuhl dahingestellt? Ja. Okay, gut. Ich habe mich nämlich schon gewundert, so, hä, habe ich den nicht wieder weggepackt, als ich gemerkt habe, dass das, was ich machen wollte, Blödsinn ist? Du kannst immer vier Felder um einen Pfeil, ein Feld in die Richtung bauen. Das ist gut zu wissen. Mhm. Dankeschön. Aber ich möchte, denke ich mal, einfach, um es ästhetisch aussehen zu lassen, sobald ich die Ressourcen habe, noch ein bisschen auskleiden. Bingo. Ja. Sauerstoffflasche. Ästhetisch. Ach du Scheiße. Muss ich die jetzt... Soll ich sie verjagen, oder? Nee, ich hab... So, warte mal. Hab ich jetzt einfach längeres... Das? Nee, hab ich nicht. Kick, 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 kick. Alter! Geh doch an Bord. Oh, fleck mich. Muss ich ah, schade. Ah, Mann. Die muss ich anlegen, okay. Ich hab die ganze Zeit das Wasserteil hier getroffen, anstatt den Vogel, scheiße. Ja, doch, so ein bisschen bringt schon was. Ich würde es ja gerade gerne ausprobieren, die Wasserflasche, aber Captain Blaufuck ist ja hier. Ne? Ich behalte dich im Auge mal. Ich will mal wissen, was ob die Sauerstoffflasche jetzt viel bringt. Wegen Bogenskills musst du noch üben. Ja, ne? Ja, doch, die Sauerstoffflasche ist gar nicht mal schlecht. Packen wir erstmal beiseite. Noch brauche ich sie ja nicht. Planken. Yes. Gib mir Planken. Oh, ich liebe gerade, wie viel man aus den ganzen Netzen jetzt rauskriegt. Ist das schön. Mann. Ah, hier, bingo. Flossen. Ich dachte jetzt schon, dass das Rosen erforscht. Rosen? Hosen. Hosen. Weil man kann ja irgendwie sich so was bauen, so. Ja, das, was du meinst hier, die Ausrüstung, was du anlegen kannst, das sind die Taucherklamotten und alles. Hm. Also ich habe jetzt, also jetzt gerade nicht, ich habe sie hier in die Truhe gepackt, weil warum jetzt irgendwie, dass es Schaden nimmt und hast du nicht gesehen? Ja. Also habe ich es einfach mal dahin gepackt. So, was brauchen wir denn noch? Leitplatte, die müssen wir... Bräuchte ich jetzt wieder eine... Kupfer. Eigentlich die einzigen Sachen, die wir noch erforschen müssen, ist Kupfer. Kupfer und das, was wir daraus ziehen können. Und dann können wir uns einen Empfänger... Kriegen wir dann Musik? Nee, ich meine, nötig ist für elektrische Maschinen. Wir können uns Leitplatten und Antennen noch machen, aber... Und halt einen Empfänger. Ich weiß jetzt nicht, was... Ach, schon wieder... Alter. Ich merke schon, die ist high up. Alter! Dead. So. Ich kriege auf jeden Fall gerade extrem viele Federn dadurch, also... Ja, Auron. Gemüseschinkel muss ich... Hallo, Auron.
Okay, man sollte echt wirklich nur dann essen, wenn man wirklich Hunger hat, sonst vermindert man noch mehr Die Wirkung. Die Wirkung. Okay. Die Wirkung. Wie er da geiert, wie er da geiert für das Fass. Ja, ich brauch gerade auch mal ein bisschen Zeug. Ich brauch eine neue Angel. Also das Stück Fleisch sieht irgendwie aus wie ein leckeres Eis. Ja. Mega. Okay, machen wir so. Das sieht doch... Ich weiß nicht, das hat schon mal ein bisschen was. Jetzt brauch ich hier oben so mein Häuschen. Schöne Platte. Es wird. Ich hätte jetzt gedacht, das hat viel länger dauert, so am Anfang, weil ich so extrem viele Holzressourcenprobleme hatte, aber geht. Ah, ich brauche mehr Holz. Wo wir gerade vom Teufel sprechen. Wie wär's denn mal mit Planken? Dankeschön. Das wird nicht hinhauen. Nö. Wieso kann ich das... Achso, ich brauche noch eine Planke. Ja. Planke! Aber drei Planken für so eine erhöhte Plattform ist schon viel, ne? So. Och, ich finde, es geht. Oh, geil. Neuer Rambock. Nee, das wird einfach jetzt, sag ich mal, Wohngebiet. Rambock auf einem Floß. Ja, wenn ihr ein größeres Schiff kapert, ja, dann erstmal. Bumm. Alter, wie konntet ihr gekapert werden? Ich weiß auch nicht, das war ein Floß. Soweit ich weiß, gewinnt ihr, wenn ihr ein Funkgerät habt. Heißt das dann, der Spielstand ist dann? Oder? Weil ich möchte ehrlich gesagt ewig weiterspielen. Ich habe keine Lust zu gewinnen. Ja, ich meine. Gut, ich kann das auch auslassen, aber ich will die Sachen wenigstens lernen. So nach dem Motto, Achievement dafür kriegen und so. Klar. Wir sollten mal dafür sorgen, dass unsere Netze geschützt sind. Sprich so... Willst du da rumbauen, oder wie? Ja, habe ich ja bei mir auch gemacht. Ach so. Dann wenn wir mal irgendwie auf einer Insel sind und dann kommt dieses Vieh auf einmal an und verbeißt sich dann im Netz und dann denkst du dir, boah geil, hat es ja richtig gelohnt. Das Spiel ist dann nicht zu Ende. Ah, okay. Dann ist gut. Darum geht's mir, weil ich habe nämlich keine Lust, dass das Spiel dann wirklich sagt so, ja, ich bin fertig. I'm done. Ich hab nichts mehr. Wahrscheinlich sagt es dann einfach nur so, okay, ihr habt alles geschafft. Weil jetzt kommt bei mir wirklich erst so dieser Bau-Modus. So, ich mach mich mal auf die Suche nach mehr Blatt. Nach mehr Blatt. Baute euch das dreistöckige Boot. Moment, du willst Blätter? Ja, ich versuche gerade nämlich uns ein Segel herzustellen. Hier. Hier, hinter den Kissen. Oh. 20 Blätter. Oh, perfekt. Ich bin ja die ganze Zeit hier die Netze am Abgrasen für Holz und dabei nehme ich alles andere auch noch mit auf, sorry. Weil, wo soll ich das Netzsegel hinbauen? Da? Oder da? Oder da? Oder soll ich es hier oben drauf packen? Nee, das passt nicht mal. Aber das ist nicht mal mittig, oder? Ist es mittig? Nein, es ist nicht. Doch, oder? Ich meine. Doch, es ist mittig. Es ist mittig zum. Doch, es ist mittig. Naja, die Netze machen es jetzt unsymmetrisch, aber es wäre mittig. Also, du könntest es hier drauf bauen. Ja, da muss aber, glaube ich, noch eine Plattform extra, weil das Ding braucht zwei. Ja, das Ding braucht zwei. Muss zwei Plattformen breit sein. Also kann man es gar nicht symmetrisch bauen, außer man macht ein gleiches... Oh, da vorne ist ein Boot. Außer also macht euer ganzes Boot noch eine Einheit breiter. Oder kürzer. Aber breiter gibt mehr Sinn. Alter. Aua. Ich zeige erstmal auf den Hai. In der Hoffnung, dass wenn ich jetzt hier im Wasser bin, dass er... Wieder Pirouetten dreht. Ja. Boah, jetzt fight ich. Oh, Alter, Mortal Kombat. Mortal Highbat. Mortal Highbait. Ich sehe den Arsch nicht. Stein und Planken. Bis zum geht nicht mehr. Das ist schön. Komm doch her. Ich stech dich ab. Ich stech dich ab, du Vieh. Ich stech dich ab. Ich sag's dir. Ich bring dich um. Ich murks dich ab. Ey, nö, nicht den da. Wow. Wie dieser Hai einfach von Weitem aussieht, der planscht einfach so happy rum. Und in Wirklichkeit ist er ein Arschloch. Aua, oh, schieße. Ah, Hilfe. Ah, fuck. Yay. Puh. Also es waren ganz viele Planken und Steine drin, also...
Es war jetzt nicht der tollste Loot, aber... Es war Loot. Es war Loot. Okay, da hinten ist eine... Nennen wir es mal Insel. Hat er denn nicht nachgefüllt? Ich hab doch gesagt, du kannst nicht nachfüllen. Es sei denn, ich hol mir eine zweite Flasche. Becherchen. Becherchen. Ich verschwende doch keinen... Ich hab mein Becherchen die ganze Zeit da. Es ist so überflüssig. Entflüssig. Ich meine, es geht doch fix. Nicht wahr? Heigard. Heidegard. So, Thema Segel. Because, da muss ich nicht mehr paddeln. Ja. Und ich kann auch steuern, falls wir mal wieder mal du stirbst unter Wasser, dass ich dann noch weiterkomme und Ressourcen kriege. Aber wir haben ja mittlerweile ein Bett, also. Ja. Ich baue das da jetzt. Oder warte mal, kann ich das. Nee, das sieht scheiße aus. Ich könnte es auch hier so vor diese Anhöhung machen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier meine Dingens wegbauen. Ja, warte mal, wenn du die wegbaust, dann kann ich doch da das Segel hinsetzen. Und dann... Ich hoffe mal, das passt so. Ja, das passt easy. Check this shit out. Weil eins werde ich nämlich testen. Ja, okay, ich kann die Sachen da drunter bauen. Oh, herrlich. Wunderbar. Genau so wollte ich das. Schön. Ach ja, mir ist ja schon wieder mein Explorer abgestürzt. Natürlich zeigt er mir nicht an, dass ich ein Achievement habe. Und Hackbraten, Dankeschön für die Bits. Glaube ich, dass ich noch nicht Danke gesagt habe. Ich kann ihn nicht. Super evil weird. Mensch, ich. Wie sollst du für Planken verwenden? Einmal trinken, ja, dann wässern. Ich behebe das mal ganz kurz, weil mich wurmt sowas. Ach, jetzt war nichts mehr drin, okay. Ich dachte, da wäre noch was drin gewesen. Taskmanager starten. Warte mal, ich mach das mal ein bisschen anders hier mit mit dem Wasserumwandler, ne? Ja. Ah, hier, Taskmanager. Jetzt habe ich die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm, aber mein Taskmanager will sich nicht öffnen. Super. Warte. Och. Ja, jetzt bin ich am Verhungern, wunderbar. Noch gerade irgendwas. Er ist drin. Er ist Rotation. Mann. So. Ich will doch nur, dass der Taskmanager hier auf ist. Ich muss doch nur auf neuer Task drücken, dann ist Ruhe. Effizienz. So. So ist doch das, wie ich das wollte. Schön. Das kann man nämlich immer schön hin und her mit dem Becherchen machen. Was? Oh Mann, oh, was ist denn das? Wieso ist das immer bei Steam-Spielen? Ich weiß es nicht. Ich hatte das noch nie. Ich auch bislang noch nie, aber jetzt auf einmal. Komm, Fisch, sei fertig. Ach, das kann ich da jetzt nicht hinbauen, wer das Ding da steht. Ach, fuck. Muss ich kurz warten, bis das hier fertig ist. Dann kann ich da weiterbauen. Plattform, Holzboden. So. Was haben wir denn hier für Zeug? Zeug. Oh. Die Hälfte davon hast du verloren. Ja, ich merke schon. Ich schmeiß dann mal schon mal hier Kunststoff rein, weil das kriegt gerade Onmaß, Palmblätter, so. Na, aber das Problem ist jetzt. Ist ja schön und witzig, dass jetzt hier alles noch läuft. Aber, ne? Gibt's noch eine andere Möglichkeit, den Taskmanager aufzukriegen? Normalerweise geht das immer durch Steuerung Alt entfernen. Natürlich gibt's noch andere Möglichkeiten. Weil bei mir öffnet sich das jetzt. Du könntest auch auf die Taskleiste Rechtsklick machen, aber ich glaube, das geht bei dir gerade nicht. Nein, weil die weg ist. Ist in Arbeit, Angel, ist in Arbeit, wird sofort gemacht. Sonst. Kannst du den Explorer vielleicht auch mit Windows-Taste R und dann explorer.exe eingeben? Windows-Taste R.
Nee, Windows-Taste R geht auch nicht. Passiert da gar nichts? Nö. Passiert überhaupt nichts. Nee, gar nichts. Vor allem ich sehe. Ich möchte gerade gar nichts. STRG Shift Escape, was? Das war, muss ich mal gucken, welche war die Shift-Taste? Ich vergesse das immer wieder. Shift war doch die. Die Großschreibtaste. Die unter Caps, ne? Na, unter, über der STRG-Taste und dann Escape. Ja. Damit kannst du den eigentlich auch öffnen, aber es geht häufig nicht. Hab ich immer das Gefühl. Wofür ist das Fummeln? Mal gucken. Das ist ein Möbel zum Ausholen und Eierlegen. Achte darauf, Abstand zu halten. Ein Möbel leicht, nee. leicht Angst. Kerzen, Riesenmuschel. Ha. Das öffnet okay. Den Taskmanager direkt. Nee, funktioniert auch nicht. Na, da war die Fackel. Und der Schrott dafür. Fuck. Der Taskmanager öffnet auch leider nicht. Also er öffnet, aber ich kann dann, sofern er öffnet, kann ich jetzt nicht drauf zugreifen. Weißt du, ich löse ein Problem davon und... Ah, jetzt. There we go. Man muss nur... Hat er sich überzeugen lassen. Ja, scheinbar. Also, warte mal, jetzt kann ich... Ich habe jetzt auf jeden Fall Zugriff auf den Taskmanager, das ist schon mal etwas. Jetzt beenden. Genau. Neuer Task. Geht sofort weiter, Leute. Nee, ich baue mehr Holz. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Oh Mann, Shadow, was hast du denn jetzt schon wieder für Problemchen? Ich verstehe es nicht, warum es jedes Mal was anderes ist. Und ich habe gerade 10.000 Explorer Access offen gefühlt hier. Das kann auch nicht gut sein. Shadow, die Explorer. Ah, hier. Oh, 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 oh. Mm. Oh, that did something. Ah! Es blinkt. Ah, there we go. Das denke ich mal ist gut. Ein bisschen. Aber ist meine Taste. Weißt du, sie ist wieder da, aber sie funktioniert wieder nicht. Ich glaube, ihr beide solltet mal ein ernstes Gespräch führen. Ich glaube, jetzt ist gerade mein PC einfach überfordert. So. Ja, komm, wir machen das jetzt noch weiter hier. Bauen wir nachher da Netze rein. Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Loch hier in der Mitte hat, Angel? Frag ich dich mal, weil du scheinst ja alles zu wissen. Wenn hier jetzt ein Loch so in der Mitte ist, kann der Hai dann auch von da auftauchen und sich dann an die vier angrenzenden Dingen verbeißen? Ich höre dann, wo wir gerade von verbeißen reden. Mann, wieso geht denn das jetzt nicht? Alter, was ist denn das? Oh, ihr habt langsam den Sack dicht hier. Ach toll. Mein immer mit scheiß Steam spielen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Und denn nicht immer, sondern nur, wenn es so richtig ungelegen ist, weißt du? Mhm, richtig. Oh. So, Taskmanager hier. Jetzt beenden. So, jetzt gehe ich nicht mehr in meine Taskleiste. Gut, sie funktioniert. Ich klicke da aber jetzt nichts mehr. Fuck das. Alter, ich klicke da jetzt gar nichts mehr. Der Taskmanager bleibt auf und es ist Obst im Haus. Fuck you. Es ist Obst im Haus. Ja, aber jetzt geht sie schon wieder nicht. Was ist denn das? Lass die Taskleiste doch einfach Taskleiste sein und fix sie später. Ja, nur dann muss ich nachher wieder Angst haben, dass mein scheiß OBS wieder all meine Einstellungen löscht. Ist doch kacke, ist das. Mach dir das nächste Mal einfach mal eine Sicherheitskopie davon. Dann kann ich keine Sicherheitskopie von OBS machen. Doch, das liegt irgendwo. Liegt irgendwo. Settings doch, in den Dokumenten. Ja.
Weil die Einstellung von wegen hier. Ja, genau das. Das muss irgendwo gespeichert sein. Das kopierst du dir einfach. Fertig. Oh, mein CPU ist auch gerade voll ausgelastet. Also der hat auch keinen Bock mehr. Deswegen, ich muss jetzt hier mal gucken. Dass irgendwas ist hier falsch. Der ist hier gerade so ausgelastet. Der hat so keinen Bock mehr. Genau wie ich. So. Ich weiß nicht alles, aber ich glaube, es ist möglich, dass er von dort aus angreifen kann. Ja, scheiße, dann baue ich hier gerade eigentlich eine recht gute Angriffsfläche für den Typen. Eventuell sollte ich dann mich dann jetzt auf Netze konzentrieren. Hier hat jemand geschrieben, manchmal hat sich der bei Ihnen in der Mitte des Floß verbissen. Ach, scheiße. Obwohl er keinen noch da hatte. Ja. Ja gut, Early Access und so, ne? Nee, ich bin nicht da. Ich bin nicht anwesend. So. Nein, Auron ist kaputt. Die Nase, die will nicht. Der Mund schon. Deswegen klinge ich vielleicht etwas komisch. So, wir bauen das erstmal dahin. So. Einfach. Ich la, denke mal, das ist la, effizienter. La! Ach, wir haben jetzt ein Segel. Ach, habt ihr ein Segel? Ja, hab ich doch vorhin. Vorhin gebaut. Ich wusste nicht, ob du damit fertig geworden bist. Ach, ich brauche übrigens ganz dringend einen Speer, sonst haben wir gleich hier auf jeden Fall was kaputt. Speer. Wieso ist das denn alles offen? Plank und Seil. Ach, Alter, für einen verfickten Speer braucht man 8 Planken. Hab ich vorher nie mitbekommen. Vor allem, wieso habe ich jetzt so viele Firefox-Dings? Naja, das weiß ich auch nicht. Habe ich auch oft. Und alle weißt du, ich wundere mich, warum meine CPU-Auslastung so hoch ist. Das sind meistens einfach so Untertasks von Firefox. Ja, die müssen aber weg. Die werden aufgeteilt. Ja, entweder machst du Firefox ganz aus oder du lässt es. Ja, manchmal habe ich mir auch überlegt, anstatt Firefox wirklich irgendwie so, mir so ein Dashboard-Programm zu holen. Und das dann nur laufen zu lassen, wenn ich wirklich da meine Analytics sehen will und so. So. Ich versuche mein Bestes, hier das Fluss zu managen, solange der Mann da seine internen Prozesse regelt. Ihr könnt es ja dann auch mal mit Opera oder sowas dann einfach probieren. Das verbraucht nicht viel Speicher. Also ich glaube immer, Firefox verbraucht am meisten. Das geht jetzt ja, aber meine CPU-Auslastung ist immer noch hin. Alter. So, gib mir das. Alles meins. Nochmal ein Herstellnetz. Zack. Ich baue jetzt einfach Netze en masse. Einfach um das ganze Boot herum, dann haben wir das auch fertig. Zock. Ich schließe gerade alles, wo irgendwo irgendwie keinen Sinn ergibt. Und keine Miete zahlt. Oh, Maus, nerv mich du nicht auch noch jetzt. Kein Nerv auf so einen Scheiß. Vom OBS sagt, meine CPU-Auslastung ist irgendwie nur bei knapp 30. Aber, oh. Okay. Mann. Au. Du hast ja auch schon einen älteren Rechner. Alter, so ist der aggressiv. Ist der aggressiv, der Mensch? Aber oder Hai. Brauche ich nicht. Sage mal stellen. So. Das kommt dahin. Der Hai wollte doch nur Hai sagen. Ja, der wollte sich ein schönes Stück von mir mitnehmen. So ein Souvenir. Es reicht, wenn man zwei Seiten mit Netz versorgt. Ja gut, es strömt gerade aus dieser Richtung, deshalb mache ich jetzt dann diese beiden Seiten. Weil die andere Seite da jetzt zu machen, wäre Schwachsinn, wenn wir hier vorne doch alles haben. Mach ich dann so. Eigentlich so. Muss man einmal quer durch mit Netzen, dann hat man die Diagonale. Naja, eigentlich schon. Einmal so in der Diagonale durch, ja. Eigentlich schon. So, den hier machen wir jetzt zu. Das machen wir jetzt mal so. Zack, zack. So, dann bauen wir hier noch eins hin. So. Verdammt. Hallo Neptun, willkommen beim Stream. Hallöchen. Jetzt scheint's wieder. So. Mein CPU ist immer noch ziemlich ausgelastet, aber es sinkt jetzt wieder.
Aus irgendeinem Grund habe ich das heute auch. Also scheint irgendwie heute so zu sein. Auf jeden Fall die Performance ist jetzt, jetzt ruckelt es auch auf jeden Fall nicht mehr so. Ich habe jetzt einfach mal alles geschlossen, was keine Miete zahlt. Ich kann euch noch ein bisschen Prozessorlast von mir abgeben. Das macht gerade nicht viel. Ja, jetzt wäre schön, wenn man das könnte. Jetzt ist auch alles wieder Logic. So. Also, ja, sorry für diejenigen, die jetzt die ganze Zeit nur ein stehendes Bild gesehen haben. Ich hoffe jetzt auch mal, dass der Chat wieder funktioniert. Ich musste den komplett neu starten einmal. Und deswegen sehe ich jetzt immer nur Willkommen im Chat. Also, irgendwer mal eine Nachricht so von wegen, dass mein Chat funktioniert. Kann man eigentlich irgendwie so... Frag mich jetzt gerade, wenn man das gesamte gesamte Floß einfach auf zwei Etagen baut und die untere Etage halt von dem Hai angegriffen wird, also wenn wir überall solche Dinger hier hinbauen würden, kann er sich dann auch in die unteren Dinger verbeißen und dann keine Ahnung. Ja? Wahrscheinlich. Geht diese okay, Chat funktioniert wieder. Dann, der Wellengang ist gerade sehr interessant. Hast du eine Riesenmuschel? Ja, ich habe mehrere. Gib mir die mal, da gibt Vogelnester. Und Vogelnester gibt Hähnchenschnuggets. Hähnchenschnuggets. Hackbraten, Dankeschön für die Bits und hab Spaß bei dir immer, was auch immer du machst. Jo, eben bei mir auch und danke dir genau eben für die Bits. Hier, hab die Muschel. Yes. Muschel. Das sind alle, die ich bislang gefunden habe. Ja, es ist, passt schon. Brauchen wir was anderes? Die Muschel, hast du die irgendwie schon erforscht? Brauchen wir die noch für irgendwas anderes? Nee, das Einzige, was wir jetzt tatsächlich nur noch erforschen können, ist, Zeug aus Kupfer. Okay. Und da wir Kupfer noch nicht haben, ja, man muss Kupfer, daraus musst du einmal eine Leitplanke machen, die muss erforschen und dann... Oh, da hat einer gebissen. So. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Gedankengang wieder hinkriegen. Irgendwie habe ich hier, glaube ich, eins zu viel gebaut. Oder? Kurz sortieren. Ach nee, hier hätte ich dann jetzt eigentlich noch ein paar mehr Netze hin gebaut, aber mache ich nicht. Nee, irgendwie habe ich das jetzt hier falsch. Fuck it. Abreißen wird mir weniger Ressourcen wiedergeben, als ich ausgegeben habe. Das ist halt egal. So, gib mir das Zeug, meine Güte. Gib mir die Planken. Ich brauche gerade Holz. Wollt ihr weiter meine Villa bauen? Ach, ich hab auch keine Nägel. Oh, yes. Andy? Ja? Wir haben einen alten Schuh. Nice. Heißt was? Da kannst du Zeug drin pflanzen, tatsächlich. Ja, hier ist meine Pflanzecke, also. Oh, und, da brüht gerade einer. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da für eine Möwe? Ich bin mal kurz so frei, weil ich bin am Verhungern. Mach du mal. Ich lege dafür gleich was Neues rauf. So, Möwe. Nice. Möwe. Warte, bevor du was da drauf legst. Hä? Ah, Hähnchen. Habe ich doch en masse hier. Und ich habe auch Hunger. Die kann ich zusammenschmeißen. Wofür bräuchten wir noch Glas? Glas brauchen wir nämlich so gut wie gar nicht, oder? Wüsste jetzt nicht wofür. Ach, er braucht eine klare Sicht. Ich bin ganz ehrlich, brauchen wir überhaupt Wände unten? Nicht wirklich, ne? Weil nee, unten wäre Blödsinn, weil dann ist alles schlecht zugänglich. Ja, okay. Dann mach ich wirklich jetzt nur oben dann mal die. Ich hab langsam Hunger. Reicht doch schon. Ihr habt doch schon ein halbes Dach, das reicht doch schon. Ja, Quatsch. Reicht ja nicht. Oh, Geschenkelchen. Geschenkel. Also du wolltest jetzt auch noch was auf den Grill schmeißen, weil ich habe noch einen Schenkel. Nee, ich muss erstmal wieder was angeln, damit wir überhaupt was haben. Gut, dann mach das ich. Das lief jetzt alles. Schenkel. Dass ich jetzt bis eben gebraucht habe, um überhaupt mal meinen PC wieder zum Laufen zu kriegen, dass ich mal unter 30% Auslastung bin. Uiuiuiui. Kennt mein PC ja gar nicht so zu arbeiten. So,
so was wie ein Ruder gibt es nicht, ne? Dass man einfach mal. Brauchen wir nicht mehr, wir haben ein Segel. Also, dass wir uns. Ich meine, kann man sich damit besser ausrichten oder. Also, du kannst. Das ist so für mich so ein Placebo, sag ich mal. Okay. Weil, falls wir uns jetzt wieder irgendwo anecken oder so, wäre scheiße, weil ich habe jetzt extra die Netze wirklich da so in unsere vordere Ecke hingebaut. Na, das kriegen wir schon hin. Okay. Ich muss mich echt zurückhalten, gerade nach jeder Planke den Haken zu werfen, weil ich doch weiß, wir haben da jetzt so viele Netze. Da ist sowieso genug drin. So, ich will jetzt weiter hier nach oben bauen. Holzboden, da den hier. So, dafür brauche ich Holz. Und das kriege ich, indem ich hier einfach langlaufe. Zack, 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 zack. Und wie gesagt, ich finde es halt nur merkwürdig, dass sowas immer nur bei Steam-Spielen passiert. Und vor allem jetzt auch erst auf einmal. Also, vorher ist das nie passiert. Vielleicht muss ich einfach mal wieder defraggeln. Vielleicht bringt das ja was. Das könnte sein. Oder mal wieder neu aufsetzen. Oh ja, Gott. Ja. Ich hasse dieses Wort. Ich hasse. Neu sagt es nie wieder. Ja, egal. Mufasa. Ja, aber wirklich. Also bei mir dauert das 20 Minuten. Bei mir dauert das die ganze Nacht. Ja, Auron, wir sind ja auch nicht solche Ultralords wie du. Ich bin kein Ultralord. Du bist ein Megalord. Ich habe nur mein Windows und meine ganzen anderen Programme separat. Und wenn ich dann nur ein Windows neu mache, ist das eben schnell geschehen. Wenn man so metallverstärkte Planken baut, ne? Muss man die dann, wenn man die repariert, oder können die überhaupt kaputt gehen? Keine Ahnung. Die so gefragt. Und dann zweitens, wenn man die reparieren muss, muss man dafür auch Metall aufbrauchen oder nur Holz? Andy, magst du mal dein Zeug vom Grill nehmen kurz? Oh, ja klar. Because I'm locked and loaded on Lachs. Dann kannst du auf jeden Fall sagen, du hast eine stahlharte Latte. Padamsch. Okay, so weit, so gut. Wir trinken mal kurz, zack, so. So langsam wird die Plattform oben so zum Loben. Die wird auch noch größer, also. Ja, doch, sieht ja ganz schnick aus bislang. So, jetzt kommt hier. Ist bestimmt auch richtig gemütlich später. Zaun, Plankenzaun. Zaun, Planke, Zaun. Zaun, ein Plankezaun. Ich hoffe mal, dass das wird so, wie ich mir das vorstelle. Gut. Eventuell muss ich die Leiter doch woanders hinbauen. Ja, wahrscheinlich Alter, muss ich sie woanders hinbauen. Also ich glaube, Hunger haben wir demnächst erstmal nicht, weil ich habe jetzt gerade hier. Oh, ja. Ich habe noch einen. Weil ich hab auch noch ein gegrilltes Hähnchen und gebackene Kartoffeln im Inventar, also. Essen ist wirklich ausgesorgt. Ja, jetzt haben wir noch einen Lachs als Waffe. Wir müssen aber mal irgendwann wieder anhalten, um Metall zu holen, oder? Weil so Scharniere oder so wären geil. Ja, ich sag ja, bei der nächsten Insel müssen wir halten. Und ich habe jetzt auch schon 3 Köder fertiggelegt. Also, dass ich lange unter Wasser bleiben kann, zusammen mit meiner Sauerstoffflasche. Ja, und ich gehe wieder auf die Insel. Am besten hilfst du mir, erstmal auf die oberste Etage von der Insel zu kommen. Und dann kannst du schwimmen gehen. Oder wir machen eins nach dem anderen. Weil, also, wenn du an Land bleibst und mal guckst, wann das Vieh sich denkt, boah, how to fuck someone's life up. Kannst du nämlich an Land bleiben und immer Köder nachwerfen. Weil ich habe jetzt schon 3 auf Bereitschaft. 3? Oh. Ja, ich habe gerade Glück beim Angeln gehabt. Immer genau das bekommen, was wir gebraucht haben. So. Mal ein bisschen Plastik weglegen. Ich pack mal den Glibber hier hin mit. Ach ja, by the way, was ich auch noch geangelt habe hier. Eine olle Pulle, die, wo ich noch nicht raus habe, wie sie leuchtet. Ich stell sie mal zum Nest. Weil angeblich soll das Ding irgendwie als Leuchtquelle dienen. Witzigerweise tut sie es nicht. Ach, die Kerzenflasche, ja. Witzigerweise leuchtet sie irgendwie nachts nie. Ach, kann ich die Leiter nicht so abbauen? Muss ich so, ja, muss ich so. Oh shit, ich glaube, der Hai kommt, oder? Ja. Ja. Sackgesicht. Der letzte ist schon verstorben. Das Problem ist, ich hatte nur noch einen Hit mit dem Speer. Deshalb habe ich da leider nicht viel rausgekriegt.
Und du warst noch gerade beschäftigt mit deinem Explorer, deshalb hätte ich dich nicht um Hilfe fragen können. Ja, das ist ja nicht schlimm. Naja, das ist Dinge. Ist doof gelaufen. Weil normalerweise steche ich auch auf das Ding ein. Ich habe ja, es gibt mir ja nichts Lieberes, als auf diesen scheiß Hai einzustechen. Ich habe auch noch nie rausgefunden, wie die Flasche funzt. Na, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der hier eine Dings hat, eine Flasche hat, die nicht flasht. Was ist so dunkel? Mach das doch mal heller, das Boot. Das Boot muss heller werden. So. Ich bin dabei. So, Alter, ich esse jetzt erstmal so einen ganzen Lachs. Check this out. Nom, nom, nom. Nom. Drei Köder sind 240 Sekunden, beziehungsweise 4 Minuten. Da kann man einiges rausholen. Joa, das klingt ja doch nach Spaß. Das ist denn all die Zeit, wo mich dieses Vieh nicht nervt. Und da ich mittlerweile eine Sauerstoffflasche habe, kann ich sogar ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Mhm. So. Ich habe die Leiter jetzt hier hinten hingepackt. So. Lass mich jetzt fragen, kann man hier auch Salzwasser nachfüllen? Nee, kann man nicht, schade. Ja, genau deshalb wollte ich das eigentlich ein bisschen näher in der Nähe vom Wasser haben. Was? Ja, die Wasser, das Wasserdingen hier. Ja, aber dann ist immer die Gefahr, dass unser... Ne. Nee, also ich mache es immer noch ein Teil weg vom Wasser. Ach so. Oder von dem Teil, was am Wasser ist. Machst du da oben Zäune drauf? Ja. Interessante Wahl. Ich meine, haben wir nicht auch irgendwo Haiköpfe? Und können wir uns, ja, hier, zwei. Wir könnten uns also damit krönen, dass wir Haie ermordet haben. Glaub mir, das wird hübsch. Glaub mir, das wird hübsch. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe noch keine Ahnung, was ich genau bauen will. Also ich habe so ein bisschen Idee, aber also so, genau so wollte ich das haben. Wir Kunststoff. Ich brauche 6 Seetang und dann bin ich der Déjà-vu unter Wasser. Und da hinten ist eine... Du lässt schon wieder die Hälfte fallen. Nom, 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 nom. Was lasse ich denn überhaupt fallen? Planken. Natürlich genau das, was ich brauche. Moment. Ich bringe uns mal ganz kurz auf Kurs. Mhm. Weil da vorne ist eine Insel. Also Leute, für die Leute, die sich beschweren von wegen, das ist zu dunkel hier. Ich bin immer, ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Ist, ne? Kannst du dich vielleicht gleich mal bereit machen, den Anker zu setzen? Also sag mir wann. Dann mache ich das. Ich bin noch mal ein bisschen näher. Wie muss ich denn hier drücken, damit der runtergeht? Ich glaube am Anker und dann E. Nee, also kann ich nur entfernen. Setz den Anker! Ja, würde ich gerne. Hilf mir mal. Hab ich dir zugebaut? Nee. Ach, hier an der Kurbel muss ich. Ich habe aber auch gedacht, du... Ah, nee, du musst wirklich an die Kurbel. Ich habe immer nur an dieser einen Seite angefangen, deswegen habe ich da nie groß geguckt. So, ich nehme mal einen meiner Köder. Insel. Insel, sagt er. Insel. Da unten ist Seetang, mehr brauche ich nicht. Ja, okay, weißt du was, dann geh ich mit, Moment. Ja, das reicht also für einmal. Vielleicht sollten wir ein zweites Bett bauen, so dass wir schnell die Nacht immer wegmachen können. Weil dann können über tagsüber kann man, glaube ich, mehr sehen. Wir können auch gleich, Dings... Wolltest du dich sowieso eine Hängematte machen? Wollte ich, stimmt, das war so mein Haupt... Dein Hauptplan? Nagel, Planke und Feder, ja, für die habe ich, die ganzen Sachen habe ich auf jeden Fall genug, Moment, zack... Das kommt da rein. Also mein Inventar wäre leer. Mir geht's jetzt um Seetang. Bereit? Mhm. Und fuck you. Ich bin zwar jetzt nicht so schnell wie der Shoshi, aber... Ich bin genauso schnell. Ich habe noch keine Flossen. Ach so. Deswegen tauche ich ja hier in der Hoffnung... Alter, hier sind... Hier ist gar nichts. Fick. Alter, hier ist ja gar nichts. Ah, doch, hier. Hier ist... Pflanzen im Stein. Oh, warte. Hä? Hallo? Der Hai cheatet. Wie, greift er dich trotzdem an? Ja, der greift mich trotzdem gerade an. Ha. Alter, ich hab dir einen scheiß Köder zugeworfen. Ja, geil.
Bist du tot oder was? Nö, ich schwimme um mein Leben gerade. Weil ihn der okay. Köder ja nicht. Der ist da. Ah ja, er greift mich auch gerade an. Alter, ist das viel retardet oder so? Der Köder ist doch hier! Kann ich den wieder mitnehmen? Nö. Vielleicht musst du ihn da hinlocken? Dass er das wirklich sieht? Musste ich ja noch gar nicht, also. So, er geht genau auf den Köder zu. Jetzt geh da hin, du retarded fuck! Da geht doch. Jetzt greift. Jetzt greift. Arschloch. Okay. Retarded fuck. Weißt du, ich wundere mich schon, warum ich auf einmal wieder Schaden krieg. Ich bin mir auch erschrocken. Gut, ich war doch ein bisschen drauf vorbereitet, aber. Ah, hier, yeah, bingo. Ich hab 3, 6 Setern, glaube ich. Oh, perfekt. Das ist genau, was ich brauche. Das ist exactly what I needed. Dann kann ich ja doch mal ein bisschen deeper gehen gerade. Wenn er jetzt sowieso beschäftigt ist. Ja. Jetzt sehe ich auch nichts mehr unter Wasser. Ey, muss auch mal sagen, also so die Sauerstoffflasche, so viel bringt die jetzt nur auch nicht. Okay, es ist schon einiges mehr als normal. So, ich gehe aber wieder zurück aufs Boot, ich fühle mich unsicher. Ich auch. Der Hai scheint ein bisschen zu retarded dafür zu sein. Weißt du was, dafür steche ich ihn jetzt ab. Oh, können wir? Ich konnte mitmachen. Ich konnte ihn auf jeden Fall angreifen und jetzt ist er weggegangen. Oh ja, jetzt greift er dich an. Oh, jetzt mag er mich nicht mehr. Was ist jetzt, magst du mich nicht mehr, du fucking Hai-Fuck? Also du wolltest Seetang, hast du gesagt? Ja, genau. Ja, 7 Seetang. Oh, excellent. Excellent. Also die Luftflasche bringt milde viel. Warte mal, wo habe ich denn jetzt den... Seh zu viel, mach's dunkler. By the way, man kann eine Winkekatze fischen. Oh, Shadow. Oh, habe ich jetzt einen Job oder was? Ja. Flossen. Ich will eine Good Luck Winkekatze. Oh, ich brauche Moss zu trinken. Ach, hallo, na? So, Bingo! Alter, du hast deinen Köder da, du Fickvieh! Ich glaube, das interessiert den jetzt nicht mehr, nachdem du ihn angegriffen hast. Ne, ich glaube auch nicht. Ja, aber die Hängematte will ich auf jeden Fall oben bauen. Wenn ich sie denn baue, wenn ich genug dafür habe. Ich hoffe ja mal, dass wir demnächst eine. Ja, jetzt. Kannst du mit dem Pfeil treffen? Warte mal, ich habe ja jetzt die. Ja, gar nicht. Jetzt habe ich ja auch Flossen. Sieht man die an mir? Nein. Schade. Du hast immer noch barfuß. Also wirklich schneller? Na, ein bisschen. Na, doch, so ein... Oh mein Gott. Déjà vu. Also ein bisschen schneller ist man, aber... Ich pack die Sachen erstmal weg. Vor allem, wenn der Hai auf einmal zu blöd ist, seinen Köder zu fressen. Alter, das regt mich ja gerade auf, ne? Hi, Elko. Elko? Der Elko? Elko. Der Elko Blast. Der Elko Blaster? Dinner Blaster. Was denn? Ich bin gerade blind. Elko ist doch eher eine Abkürzung für Elektrolytkondensator. Ist es? Ah, natürlich. Elko, kannst du da zustimmen? Kannst du da zustimmen? Wo zum Fick ist noch... Nee. Stuhl? Wo ist denn das Bett? Ich bin gerade echt blind. Flossen, Sauerstoffflasche? Eiköder, Pinsel? Bauhammer? Ich bin echt blind gerade da. Meine Fresse auf andere. Ich wollte gerade sagen, was suchst du denn? Die Hängematte. Die ich Hängematte? Jetzt gebaut habe. Ich hab Hunger. Ich hab doch noch ein Hähnchen im Inventar. Moment. Zack, zack. So, Not hab ich noch einen ganzen Lachs. Gebraten. Nom. Und. Wo ist das andere Ding? Da. Nom. So, ist wieder voll. Also 3/4 voll. Wo ist meine Flasche? Da. Du siehst die nämlich voll mit Wasser. Also wirklich. So. Oh, guck mal. Stimmt. Aber ist nicht der Grund, warum er so heißt. Ich hab mal für uns Turbo gedacht. Eingeschaltet, ne? Also ich lass mal das Segel in die Richtung offen. Ja.
Ein bisschen Turbo. Hab ich jetzt falsch rum? Oh, ich habe die falsch rum gebaut. Oh, deshalb komme ich da nicht hoch. Moment, die Hängematte oder was? Nee, die Leiter. Du Dösbeidel, du. Das ist schon traurig. Ja, ne? Weiß nicht mal, wie man eine Leiter hochgeht. Und hier ist vor allem der Stuhl der Einsamkeit. Na, lass den dann nochmal stehen, denn der kommt gleich nach oben hin. Achso. Dann kommt der Stuhl der Einsamkeit nach oben, okay. Den nehme ich mir gleich. Nimm ihn in den Mund. Nimm ihn in den. Was? My hand is a dolphin! Oh, wow, ist die riesig. So, okay. Derbe? Ja, so 2x1, Moment. Ich baue es jetzt einfach hier in meine Mitte hin. Braff! Oh, herrlich. Wunderschön. Was tust du da gerade? Massierst du mich gerade mit einem Paddel oder wie? Alter! Das geht nicht. Ich schraub dir die Schädeldecke ab und rau der armen Frau im Gehirn rum. Alter, wie relaxed er da steht. Wow. Steht? Er liegt. Sicker Shit, yo. Weißt du, schön ist irgendwo hier oben schon nice. So, hier, ich baue hier aber noch so ein Haus hin. Also ist das hier so ein Vorgarten? Das wird jetzt erstmal temporär nur. Ich habe die nur temporär hingestellt. Hier wird ein komplettes Haus oben drauf stehen. Das wird sich noch erweitern. Ah. Absolut unsportlich ist das. Oh, da hinten ist ein Raft. Ist ein bisschen weit weg, though. Dann lass es. Noni! Mal, wenn du willst. Shadow als Gehirnchirurg, Gott bewahre. Ich habe ja noch einen Köder übrig. Riechen tut's wieder ein. Suche ich denn jetzt nochmal erhöhter Boden? Nein, ich suche Holzboden, so. Fuck you. Kann ich nicht bauen, weil ich keine. Ich habe gar nichts an Planken? Okay, ich dachte, ich hätte noch Planken. Okay, der frisst. So. Ach, mein Gott. Der hat wirklich Hunger. Soll ich anhalten oder möchtest du. Nö, ich fahr ruhig weiter. Ich hab meine Flossen, mit denen bin ich eigentlich ziemlich flink tatsächlich. Es kam mir zuerst gar nicht so schnell vor, aber meine Güte. Ganz schön flink mit den Dingern. Außerdem ist das ein kleines. Mal gucken, was die Kiste sagt. Schleim. Nichts Besonderes. Ach, ich hab keine Nägel. Nägel. Ja, ohne Scheiß, gar nicht mal schlecht. Ziemlich flink ist das. Wie weit ist denn das jetzt hier eigentlich? Hoppa! Jetzt ist die Frage, wie lang halten diese Dinger? Wow. Klink, klink. Eins, zwei, drei. Das muss breiter. Das geht doch nicht. Das ist unsymmetrisch. Das geht doch nicht. Oh nein, Dimitri. Wir brauchen einen neuen Dimitri. Dimitri, die Symmetrie. Ich glaube, ich mache das aber anders. Ich hoffe wirklich, dass sie niemals im Spiel den Walk Cycle updaten. Ohne Scheiß, dass man einfach rennt wie so ein Goblin. Ich liebe das. So, ich mach mir mal. Ja, warte mal. Ich gönn mir mal ein bisschen Schrott. Von dem, was wir noch haben. Und machen wir mal eine gute Angel. Weil meine jetzige ist put. Holst du dir eine super Angel? Eine super Angel, genau. Dass man alles, was man mit dem Dingen baut, mit dem Hammer, dass man das nicht einfach wieder neu hinsetzen kann, das stört mich ein bisschen. Dass man erstmal alles wieder abreißen muss dann. Klonk. Was? Hab ich. Schön, dass wir jetzt das Vogelnest da gebaut haben, dass jetzt mein Garten komplett sicher ist. Ja. Was? Wer wirft vielleicht ganze Fässer ins Wasser? Keine Ahnung. Und hey, Heat. Und. Tuk, 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 tuk.
Wässern, wässern, noch. Ruffy ist doch auch in den ganzen Fass gereist. Ja, kann man so gelten lassen. Ein Buntbarsch. So. Ich hoffe, wir finden jetzt demnächst mal eine richtige Insel. Also eine, wo wir auch Zeug haben können. Also nicht nur so ein Felsen. By the way, was wir uns vielleicht auch noch bauen sollten. Oh, das war die beste Tonne, die Goldenstrahlt gerade. 5 Planken. Oh mein Gott. Ich meine, wir können uns das sogar jetzt gerade so noch machen. Was hältst du davon, wenn wir uns mal Bäume pflanzen demnächst? Ein Palmsamen haben wir, ne? Wir können auch nachher, wenn wir Glück haben, bei der nächsten, ja, Palmsamen hätten wir. Wir können uns also unsere eigene Palme wählen. Nice. Oder wenn wir nachher Glück haben und Mangobäume finden, kann es auch sein, dass da Mangosamen droppen. Und dann können wir uns unseren eigenen Mangobaum pflanzen. Nice, wäre ich voll für. Hast du Schrott? Warte, kann ich gleich gucken. Ich kann gerade nicht in mein Inventar. Nö, hab ich nicht. Guck mal hier in den Kisten. Ich glaube, da ist noch was. Nö. Oder? Ach nee, ich guck gerade in meinem Inventar nicht hin. Nö, aber wir haben. Oh, Jesus, also um Pfeile, also um Sachen für Pfeile muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Heilige Scheiße. Was hast du denn heil damit zu tun? Padam. Alles im Load auf dem Boot. Möchtest du nochmal hören? Nee, danke. Ich habe ein Copyright Strike am Tag genügt mir. Na dann nicht. Ich guck mal, ob ich dir so eine Winkelkatze angeln kann. Echt Schrott? Ja, Schrott ist. Ich sag dir, Schrott ist Legendary Drop. Hier ist ein Wels. Noch so ein großer Fisch. Füllt den Magen, füllt die Seele. Wir sind aber, da du jetzt das Segel offen gemacht hast, echt schneller. Ja, wir sind noch ein bisschen schneller. Der ganze Schrott kommt jetzt schneller zu uns. Stackt sich das? Nein! Okay. Oh fuck! Au! Ich habe eine Glückskatze geangelt, aber mein Inventar war voll. Ja, dann ist ja gut, dass ich... Hallo Shadow, kannst du mal anhalten? Danke. Ist ja gut, dass ich nachgesprungen bin. Hast du die geholt? Ja, sicher. Ich dachte, die wäre runter. Sowas knallt direkt auf den Meeresgrund. Nee, ich hab sie. Genau da. Genau hier bei mir. Okay. Wo wollen wir die hinhaben? Einfach direkt so hier vorne, damit es gut Glück bringt? Ich würde sagen, ja. Hier so in die Ecke, genau. Also hier, wo ich jetzt stehe. Da kann nichts passieren. Gut, dann machen wir hier so neben Andy Stuff. Perfekt. Wie cool. Jetzt haben wir eine Glückskatze. Priest die Sonne. Praise the cat. Warte, vielleicht sollte ich nicht unbedingt noch mehr angeln, wenn ich ohnehin schon voll bin. Das ergibt Sinn. Oh, ich hab Durst. Und ich hab Hunger. Hab ich mir nichts vorbereitet? Also wirklich, kann ich nur. Oh, der Barsch ist am Köcheln. Deshalb habe ich so Hunger. Das ist ein Wels. Das Fischlein. Aber es kam bisher noch kein neuer Vogel. Wir sollten vielleicht wirklich mal uns drauf und dran machen, unseren Kram zu sortieren. Ich bin ganz ehrlich, brauchen wir momentan noch die anderen Grills? Ich glaube, wir machen uns einen zweiten großen Grill. Eben. Weil dann schmeiß ich die wirklich einfach weg. Lass mich mal gucken, was brauchen wir für den großen nochmal? 2 Metallbahnen haben wir und Nägeln. Also wenn du noch sechs Nägel hast, kann ich uns noch einen zweiten bauen. Ja, Nägel bin ich gerade ein bisschen knapp bei, weil diese kein ganzen Pfeiler und so brauchen alle Schrott. Achso, hier eine Kiste habe ich völlig vergessen nachzugucken. Nee, kein Schrott. Lehm. Ach nee, warte mal, das ist ja dein Stuff da. Ja, oh, die rohen Fische, die brauchst du ja für deine Köder, ne? Ich hab Ultra-Hunger. Das ist mein Dings wieder.
Ja, mein Explorer hat sich schon wieder abgefuckt. Oh, ist der Fischball fertig? Ich hab Durst. Oh, jetzt schütte ich auch noch aus. Ist der Fischball fertig? Ich hab Durst. Oh shit, da wäre eine Insel, aber ich glaube, da kommen wir sowieso nicht hoch. Auf die Dingens springen. Ja, okay. Jetzt sind wir da sowieso dran vorbei. Also. Oh, der Fisch ist fertig. Ich brauche gerade ein bisschen. Oh. Ach ja, die Antwort zu seinen Segel. Die stecken nicht. Okay. Möchtest du noch einmal beißen? Steht zumindest. Ja. Und man kann. Und es ist entscheidend, wie man die ausrichtet. Mehr oder weniger. Kartoffkis. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja gut, aber wenn die kleinen. Aber das ist dann noch mehr Holzverbrennung, ist auch kacke. Nee, dann mach ich das lieber so. Oh, nice. Angel Player sagt, es gibt auch noch eine Ente, die man als Deko. Man, wir können die Nacht jetzt skippen, wenn wir uns pennen legen. Ja, ich lege mich auf den Boden. Und ich lege mich hier rein. Aber ja, mein Dings hat sich gerade wieder, mein Explorer hat sich gerade wieder zerschossen. Diesmal ist es mir jetzt egal. Ja, solange es nicht. Moment, werden dann die Kartoffeln instant fertig? Das ist ja cool. Ja, die Zeit vergeht ja trotzdem dann. Nice. Oh, da ist ein Raft. Alter, sogar ein ziemlich großes. Vielleicht kommt es ja immer davon, weil es der Explorer ist. Wenn das jetzt irgend so ein Pun sein soll, Auron, ne? Den habe ich nicht verstehen. Verstanden. Naja, der exitet immer. Dass man Schrott nicht aus irgendwas anderem noch machen kann, ne? Da war Schrott dabei, das war schön. So. Ich bin da, kommt er, da ist er. Der will angreifen. So, ah, ich bin nicht mal einmal getroffen, ey. Ich dive da mal in Speedy-Modo hin. Ich hol mir hier Zeug, das hier so rumschwimmt. Oh, geil, Schrott. Yes. Geil, wieder nur Müll. Warte mal, pass auf. 3-Pointer. Ah, aber das richtet uns anders aus. Scheiße. Ah, warte. Weil wir dagegen gecrashed sind? Nee, warte. Mein Gott, der Wellengang. Jesus. Nee, guck mal, siehst du, passt alles. Glaube ich. Blub. Natürlich, genau so funktioniert das Wasserdingen. Guck dir das Wasserdingen an. Genau so funktioniert das. Mit dem Wellengang. Ja. Einfach wird von der gesamten Welle verschlungen. Ja, es passt so, stimmt so. Ist schon richtig. Da, guck mal, wir sind immer noch locker auf Kurs. Hallo, Frenny. So, ich werde jetzt mal die Kisten ein bisschen anders hinstellen. Okay. Dafür muss ich mich aber erstmal. Mein Gott. Zack, 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 zack. Moment. Alter, wieso haben wir so viel Holz? Niemand sagt mir was. Weißt du, wir haben Holz? Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Blub. Bei dem Seegang fange ich Fische, ist richtig. So. Und was kann man jetzt noch aus dem Ozean ziehen? Neben der Glückskatze? Eine Ente. Eine Ente? Ente, Ente, Ente. Nee. Ja, wenn wir so viel Holz haben, weißt du was, dann werde ich mich daran jetzt erstmal gut tun. Da waren noch 18 Nägel im Inventar und ich habe es nicht gesehen. Whoops. Also in der Kiste. Aber wie gesagt, das ist mit meinem Explorer passiert nur in Dings. Wenn ich irgendwas über Steam mache.